Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarkt Simulator. Wir stehen hier vor der Tür und wir müssen dir das geschnittene Brot ein bisschen preislich anpassen. So, ein neuer Tag, ein neues Glück. Eieieiei. 3,94 €. Das ist aber doll günstig geworden. Okay. Der Rest passt. Wir müssen auf jeden Fall Miete bezahlen, glaube ich, und Rechnung. Ja. So, dann bleibt aber noch hier noch Kohle über. Dann würde ich sagen, gehen wir einkaufen. Und zwar, wir brauchen... eigentlich brauchen wir alles. Wir müssen mal durchzählen, wie viele Regale wir brauchen. Also, das hier ist komplett Erdnussbutter, komplett Kaffee. Dann brauchen wir ein komplettes hier. Also, eins. Zwei. Drei. Wir brauchen drei zusätzliche Regale. Zwei. 600. Oh, warte. So, wir kaufen erstmal ein. Reis. Wir machen mal gleich hier volle Hütte, ne? Wir kaufen immer alles richtig. Mal gucken, was da am Ende überbleibt. Ah, nehmen wir auch mit. Sollen wir mal kurz zwischendurch mal kaufen? Sonst wird es nämlich, glaube ich... Oha! Sonst wird der Berg an Kartons so groß draußen. Und wenn der umkippt, dann landet es nachher doch wieder oben auf der Balustrade. Und dann haben wir ein Problem. So, Kaffee. Erdnussbutter. Dann einmal Milch und einmal Wasser. Und zweimal Käse und zweimal Eier. Okay. So, das ist nochmal... Und damit ist die Kohle weg, meine Freunde. Sehr schön. So, wir haben erst... Oh, weia. Ich wollte noch Lampen kaufen, ne? Ha. Möbel. Warum ist das so teuer? Die kosten 40er. Nicht so geil. Naja, so, jetzt haben wir ja kein Geld mehr. Also wir sind gerade finanziell hart am Limit, aber wir haben gerade übelst dick die Warenbestände voll gemacht. Das könnte reichen. Sobald wir nämlich dann mehrere Regale haben, können wir gleich umdisponieren. So, guck mal, Susu ist komplett voll. Wie vielleicht gesagt, wir brauchen drei zusätzliche Regale. Teuer. So, Brot. Dann haben wir Spaghetti. Da können wir nur darauf hoffen, dass die uns echt den Laden hier leer kaufen, wie die Bescheuerten. Aber da habe ich eigentlich wenig Bedenken. Die machen das schon. Okay, warte mal. Den können wir komplett wieder zumachen, den Karton. Den packen wir hier beiseite. Ist für später. Wir lagern das mal ein. Ja. So. War hier schon voll? Nee. Warte. So. Jetzt aber. Packen wir einfach oben drauf. So. Wasser. Wasser wird auch nicht leer werden, glaube ich. Wasser ging gar nicht so viel weg, ne? Hatte ich das Gefühl irgendwie. Zack. So, Milch. Haben wir auch sehr viel eingekauft. Kann ich aber mit leben. So, Nudeln. Der Karton geht da komplett rein. Sehr schön. Mehl. Also Mehl, da haben die übel Bock drauf, ne? Mehl ist krass. So. Susu. Susu war voll. Dann machen wir den Karton wieder dicht. Und dann stellen wir den erstmal hier nach unten. Wie gesagt, das war jetzt schon eine Bestellung für die Regale, die dann später kommen. Dass wir da komplett den Warenbestand voll machen können. Ich denke mal, da wird der Laden cool sein. So, dann können wir das da noch... Ruf, ja. So. Okay. Eieiei. Das wird doch immer mehr und mehr und mehr. Wir müssen die Bestellung nachher auch splitten. Wir können dann nachher nicht mehr einfach nur so rumgehen und sagen, wir nehmen das und das und das und das, sondern wir nehmen das und das und das. Bestellen das, räumen das ein und dann geht's weiter. Regalreihe für Regalreihe. Weil sonst haben wir nämlich wirklich das Problem, dass irgendwann die Kartons überhand nehmen vor der Haustür. So, wir haben ja auch ein schönes Kuddelmuddellager, das gefällt mir. So, da. Vor allem kurze Wege, wir brauchen nicht immer runterrennen. Das andere Lagerabteil da.
Und ganz ehrlich, zum Anfang brauchen wir das halt wirklich nicht. Da würde ich lieber den Laden erweitern, dass wir noch mehr Platz für Kartons haben. Weil einen Angestellten, der uns hier die Kartons ausräumt, brauchen wir sowieso noch nicht. Ist der Karton leer? Ja. Okay, so, dann haben wir Öl, 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 Öl. Ich würde sehr gerne den Laden jetzt schon öffnen, dass sie schon kaufen können. Würde echt Zeit sparen. Aber ich will mir keinen Kassierer anlachen, weil der ist dann halt immer da. Mein Brot war schon voll. Okay. Ich meine, wir haben jetzt ein hartes Investment in die Zukunft getätigt. Wir haben sehr, sehr viel Ware auf Halde. Das kommt uns halt beim nächsten Tag zugute, wenn wir dann nicht so viel einkaufen müssen. So, Käse. Käse ist voll. Käse ist voll, das ist toll. Einmal Käse und dann machen wir den Karton wieder dicht. Ja, wobei, warte mal, der ist angefangen. Ist egal, komm, wir stapeln den damit drauf. So. Kaffee. Und ich glaube, pro Levelaufstieg kommen mehr Kunden. Am Ende hast du irgendwie knapp, ja, weiß ich nicht, irgendwie über 70, 80 Kunden am Tag oder so. Also das läppert sich schon, da kommt ordentlich was zusammen. Und da geht halt auch übelst Ware über den Tisch nachher am Ende. So. Okay. Na dann, Karton in den Müll und wir haben hier Reis. Reis. Reis ist voll. Super. Supi, supi, pupi. So, pack. Wackelt, aber steht. Ist okay. So, das. Eine Lampe. Oh, jetzt haben sie mit Raster, das ist auch neu. Geil. Licht bitte. So, dadurch haben wir mehr Stromverbrauch, aber das ist mir egal. Dann haben die Leute im Dunkeln endlich mal was zu sehen, wo es hier was zu kaufen gibt. Weil ganz ehrlich, ihr kennt auch keinen Bock, in so einen dunklen Laden einzukaufen. So, Erdnussbutter, bis die Regale knacken. Sehr schön. Und hier ist noch Kaffee. Der passt hier noch rein. So. Dann haben wir hier rotes Mehl. Und voll. Ne, wir stapeln hier erstmal hoch. Mal gucken, wie viel hiervon noch überbleibt, wenn wir die am Tagesende hier einsortiert haben, nach dem Verkaufen. Mal sehen. Aber schon krass. Also, das war jetzt schon sehr, sehr viel. Aber es nimmt ja langsam Ende. Es nimmt langsam Ende. Ja, ihr wisst Bescheid, ne? So spricht man halt nicht. So, bleib stehen. Okay. Gut. Der ist komplett voll. Zack. Dann haben wir hier noch Salz. Ein niedlicher kleiner Karton. So. Okay, vorletzte. Tee. Oh, Tee war voll. Dann packen wir den nochmal oben mit drauf. So. Und hier haben wir nochmal Eier. Eier gehen rein. Komplett? Ist der Karton leer? Jawohl. Oh, da war eine Punktlandung. Sehr schön. Gut, dann können wir die Hütte öffnen und die Koffer jetzt kommen. Kunden, wir haben eine neue Lampe. Wir brauchen da noch eine und da noch eine und da und da. Also wir brauchen immer noch 1, 2, 3, 4 Lampen. Ja. Und die erste Kundin. Guten Tag, Sie sind heute die erste. Es freut mich. So, zweimal Eier, kein Problem. 4 Cent, bitte gerne auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. So. Und jetzt hoffe ich, dass hier noch mehr kommen. Das ist schon ja ein schöner Kuddelmuddelberghaufen da. Aber ey, komm, wir sind hier ein kleiner Einzelhandel. Ich darf hier drinnen machen, was ich will. Wenn ich hier mitten im Laden ein Laufband habe und da hier Sportstudio draußen dran schreibe, dann ist das auch okay. Ich hätte trotzdem Bock, dass hier mehr Leute kommen. Irgendwie, glaube ich, hätte ich gerne, bitte. Ja, doch, naja. So. Okay, wir gucken einfach mal. Achso, siehst du, wenn die Elektrogeräte mehr werden, dementsprechend sind ja Kühlschränke auch Elektrogeräte, dann steigen auch die Stromkosten. Die kauft er mal ordentlich ein, der ist ja voll geil. So, haust du drin, Mädchen, hast du gut gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und du? Öl, oh, Öl, Öl.
Öl. Öl und passend. Auf Wiedersehen. Hast du wohl mehr vor heute, ha? Hä? Hat die schon mal gesehen? Die dann blau, die ist dann neu. Du hast einen Arscheweih, glaube ich. Dich hätte ich schon öfter hier gesehen, ja. Du kommst gerne her. Guck, da, guck. Entschuldigung, ja, ich mach schon. So. Bitte Karte, kein Problem. 3672. Einen schönen Tag noch. Du bist doch neu. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Guck doch nicht so beschämt da unten, Mensch. Wovor hast du denn Angst? Ich tu dir nichts. Ich will nur dein Geld haben. Dafür kannst du so Sachen mitnehmen. Guck mal. So. Haus rein. Der Mann mit dem blauen Hemd. Tach. Na? Öl ist lecker, wa? 84 Cent. So. Du. Bitte Karte. 51, 71. Für so ein paar Sachen. Also das meine ich, letztes Mal hatte ich dir das schon angesprochen. Wo ich mir so an der Kasse manchmal denke, ja, okay. Also du kaufst das alles und ich kauf nur das bisschen und du bezahlst so viel und ich zahl so viel mehr für so Zeug halt. Aber so ist das. Ich denke mal, die Kassierer, die machen sich da schon lange keine Platte mehr drüber, oder? So, und die Karte 28,40. Einen schönen Tag noch. Zwei mehr Erdnussbutter, kein Problem. 11,20. Ich hätte eigentlich schon lieber, dass die mehr kaufen. 16,44. Ich weiß nicht, ey, was kostet so eine neue Lizenz eigentlich? Verwaltung, Lizenz, 550. Okay, dann brauchen wir aber übel viel neuen Platz. Müssen wir mal gucken, ob denn da auch irgendwelche Produkte bei sind für Kühlschrank oder sowas. So, der Herr, die Dame. Passend, tschüss. Einmal Karte, 2,12 Euro. Bis zum nächsten Mal. So, warte mal, lass mal nochmal gucken. Orangensaft, der muss im Kühlschrank. Soda, Soda, Kühlschrank. Apfelsaft, Kühlschrank. Eier, nee, Milch und Soda. Das ist alles Kühlschrank. Eins, zwei, drei Kühlschränke. Oh, guck mal, drei Kühlschränke bräuchten wir. Orangensaft eine Seite, ja, bleib locker. Apfelsaft eine Seite, dann Soda Soda eine Seite und sechser Milchpack. Labolmilch, warte mal, oder war das... Ah, das war Regalware, glaube ich. Okay, bin ja da. Kein Problem, bleib locker. Bitte Karte, 11,04 Euro. Spaghetti, Spaghetti. So, der Herr, hallo. Oh, schön. Den guten Kaffee. Aber so richtig Kohle kommt hier nicht rein, hätte die Gefühl, ne? Heute ist ein bisschen mau. Oder jetzt zum späten Abend hin vielleicht nochmal. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall wird es gleich dunkel. Wir müssen mit Licht starten. Unsere coole neue Lampe. Weil, guck mal, wir haben ja hier noch Kundschaft im Laden eigentlich. Theoretisch läuft die Sache ja. So, passend. Tschüss, haust rein. Lass dich schmecken. Wollen wir anstarten hier das Licht? Jawohl. Guck, oh, welche Erleuchtung am Regal. So, du kriegst 15 Cent. Na, bitte doch. So, 40, 28. Und du kriegst 33,15. So, cool. Ja, da bin ich mal gespannt, wer hier heute noch so kommt. Ich hoffe, dass es hinhaut mit den drei Regalen. Aber ich glaube, wir haben uns da nicht verzählt, oder? Mit Karte 31,78, bitte. So. Na, Mädchen. 22,08. Der Herr, schöne Weste. So, passend. Vielen Dank, schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Schön die Leute voll quatschen, dann finden die das hier toll und kommen dann öfter hoffentlich. So, 34,19 bitte. Bitte Karte, danke, schönen Abend noch.
Level 12, Alter, jetzt geht's aber ab hier. So, 11,60 Euro. Der Tag war jetzt nicht so lukrativ. Ich meine, wir haben auch übel viel Asche aus dem Fenster rausgeworfen. Aber wir haben hohe Warenbestände noch hier rumliegen. So, 2,24 Euro. Bitteschön, mach es gut. Die Dame, hallo, was soll es sein? Zweimal Tee, na klar, 88 Cent. Das ist kein Problem. So, bis zum nächsten Mal, tschüss. Wollen wir wetten, dass hier noch einer um die Ecke EPs kommt? Okay, die schon mal nicht. Der schon mal nicht. Da, guck. Wusste ich's doch. Wir haben bis 21 Uhr offen und die kommen immer später. Die wissen das ganz genau. So, hier wird doch keiner weggeschickt, ne? Ist ja klar. Du hast passend. Cool, dann haust du rein. Bis zum nächsten Mal. So, wenn die jetzt so richtig dick fett die Taschen voll machen und alles weg. Ach du Schande, guck mal, da Mehl ist schon wieder weg. Nee, was ist denn das? Nudeln. Nudeln sind weg. Wenn die nochmal richtig teuer einkaufen, schaffen wir vielleicht doch noch die 1000. Aber sieht nicht so aus. Passend. So, keine Nudeln, das wart nämlich. Da kommt das keiner mehr, ne? Dann können wir die Hütte dicht machen, würde ich sagen. So, wir schließen das und wir räumen ein. Wir haben Öl, 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 Öl. Öl, 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 Öl. Der Karton ist leer, ne? Ja. Okay. Haben wir noch Nudeln? Davon haben wir noch. Wir müssen dann echt hart umräumen. Vielleicht müssen wir ein paar Kartons behalten. So, Nudeln. Oh, wir hätten noch gehabt. Guck mal. Naja, was willst du machen? Reis. Der Reis ist heiß, der Reis ist heiß. Davon ist jetzt nicht so viel vergangen. Aber Karton ist leer, das ist schon mal gut. Dann haben wir den weg. So. Käse. Okay. So. Die Spaghetti. Der Karton ist leer. Hat wieder neu gepasst. Krass. So, was haben wir noch? Was ist noch leer? Die anderen Nudeln, ne? Tee haben wir noch genug. Brot. Oder wollen wir einfach erstmal. Oh, bin mir nicht so sicher. Warte mal. Hatten wir irgendwo Nudeln unter? Nee, ne? Nee. Sind da Nudeln unter? Nee, da ist Brot. Okay. Ja. Dann würde ich sagen. Machen wir mal hier einen Schnitt, oder? Wir machen Licht aus und dann können wir uns auf jeden Fall neue Regale leisten. So machen wir das. Aus und gute Nacht. Ein nicht gefunden. Wir haben drei Kunden weniger wieder vor. Der nächste Tag. Erdnussbutter wird günstiger. Das ist ja schön für nicht mich. So, 4,68. Okay, so, warte mal. Was hatte ich gesagt? Wir brauchen drei Regale. Genau. Für Reis und Salz. Dann brauchen wir eins für Spaghetti und Öl. Und für Mehl und Mehl. Also zwei. Ja, lass mal drei kaufen. Verwaltung, Rechnung. Ja, wir begleichen das. Und dann holen wir drei Regale. Nur so ein Eckregal wäre hoch, cool. 600 Latten, dann sind wir fast pleite. Aber wir haben noch genug Warenbestände. Vielleicht kommen wir hin. Wenn wir jetzt einen Tag überleben, ist alles wieder okay. Kühlschrank. Oh, der ist teuer. Oh, ist der teuer. Für die neue Lizenz ist übel teuer. So, dann werden wir den Laden mal etwas umdekorieren.
Zack. Ja. Oder warte mal. Macht das jetzt schon Sinn, das so zu machen? Ja, doch. Lass mal die so drehen. So. Ist aber eigentlich auch nicht so geil, oder? Zumal deine Ecke ist so eng, das wird doch wieder vorne und hinten nicht hier. Meine, wir können die Kühlschränke umräumen. Oder wir raffen die weiter zusammen. Oh, ist ein bisschen zu eng, oder? So. Wie weit war hier der Abstand? Das hier quasi. Warte mal. Also so. Okay. Na, mal sehen. Wir haben da draußen noch drei. Würde ich auf jeden Fall hier ins an der Wand stellen. So. Das andere. Naja, guck mal doch, das passt. Das geht schon klar auf jeden Fall. Und ja, doch, doch. Das. Oh, warte mal, eins haben wir ja noch. Eins haben wir noch. Die Kühlschränke, die passen doch perfekt hier vor. So machen wir das. Oh ja. Was für ein schönes Durcheinander. Und das andere Regal da hinten hin. Der Laden ist jetzt schon wieder zu clean. Und wir haben nur drei Regale dazu gekauft. Das ist ja echt krass. So, pass auf. Wir haben keine neuen Produkte, aber die anderen, die wir haben, die müssen hier mit rein. Wir müssen hart umbauen. Ach du dicke Minna. Wir machen Tee nach da. Die holen wir hier komplett raus, den ganzen Tee. Hier kommt dann Brot hin. Das können wir vielleicht auch hier lassen, das Brot. Mal sehen. Jetzt müssen wir hart umräumen. So. So, der Karton kann weg. Warte mal, ist das vernünftig? Zeig mal her. Ja, doch, ist okay. Oder? Ja, sieht ja fast vernünftig aus. So, warte mal, Käse bleibt. Spaghetti. Spaghetti, Spaghetti. Würde ich hier Nudeln machen? Und hier drüben. Warte mal, das Öl könnte da hinten hin. Oder? Ja, wir müssen hart umsortieren. So, Brot. Stimmt, Brot wollte ich jetzt hier reinmachen. Kriegen wir mit dem Karton was anderes noch weg? Warte mal, den Kaffee. Passt hier was? Die passen hier nicht drin. Die passen hier drin. Okay. Spaghetti haben wir da. Oh, jetzt wird es aber schwierig. Warte mal. Wie machen wir das am dümmsten? Dann machen wir hier eine komplette Mehlecke. Und die Nudeln kommen dann. Da machen wir. Oh, hier machen wir Öl. Da machen wir Nudeln. Nicht Nudeln hier auch nicht. Ach du Jemine. Ist ja alles durcheinander. Dann machen wir hier die Nudeln. Habe ich mich gerade dazu entschlossen. So, Spaghetti. Spaghetti hat einen anderen Karton. Wie geil ist das denn? Komm, wir schmeißen den weg. Ist alles durcheinander hier. Spaghetti da.
So, Nudeln da, Spaghetti da. Das wird sich nachher alles nochmal ändern. Da weiß ich jetzt schon Bescheid, dass ich auf Dauer nicht so verlassen möchte hier oder belassen möchte. Wir müssen jetzt viel, viel hin und her wursteln, umräumen und so Sachen machen. Aber am Ende könnte den vielleicht sogar werden. Mal sehen. So, Basmati, nein. Öl. Ich schmeiße den Karton mal weg. So. Tee. Warte mal, passt hier in den Teekarton? Passt hier Öl rein? Bringt das aber. Warte mal. Ja! Oh, Basmati geht hier rein. Super. Der Reis geht hier rein. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, sonst hätten wir jetzt ganz gerne mal ein Problem. So. Der Reis ist weg. Das Öl muss darüber und da kommt Mehl rein. So, Öl nach da. Gott sei Dank funktioniert der Karton für die Sachen hier auch. So, wie gesagt, das Salz muss raus, der kommt woanders hin. Dann hätten wir hier schon mal frei für Mehl. Jawohl, der Karton kann weg. So, wir haben Öl. Ah, hier ist noch voll mit Salz. Verdammt. Dann packen wir den mal nach da. Susu. Ach du Gott. Boah. Machen wir das noch da? Wir machen das noch da. Dann nehmen wir das hier raus. Ist dann doch alles so hart durcheinander. Ich hätte es gerne ein bisschen sortiert. Und da kommen dann die rein. Ja, den Kaffee hätte ich vielleicht da vorne ganz gerne. Kaffee. Hier ist noch Susu. Sehr schön. So. Hier war Käse. Salz. Oh, geil. Warte mal. Salz. Salz soll da, wo Kaffee steht. Verdammt. So, dann brauchen wir den Karton erstmal nach da. Haben wir noch irgendwo. Hier ist noch Brot. Ah, wir haben keinen Karton für Kaffee. Ist natürlich doof. Es sei denn, das Öl, warte mal. Der Ölkarton geht für bestimmt auch für Kaffee, oder? Na klar, oh, wie geil. So geht das. Pass auf, dann räumen wir hier erstmal schnell leer. Da kriegen wir alles hin. Wenn wir die Regale denn alle voll haben, dann kann der Laden richtig brummen. So, da kommt Salz rein, hatte gesagt. Genau, Öl da, da. Dann haben wir doch fast alles weggewurschtelt hier, oder? Cool. Salz. Bisschen umdisponieren. Kommen wir da raus. Da rein. Dann haut er doch mit den Preisschildern schon mal hin, soweit, okay. So, Öl. Hier haben wir noch mal ein bisschen Mehl. Wir müssen dann wieder hart nachkaufen, aber, warte mal, Milch. Der Karton ist leer, ne? Ja. Okay. Käse. Käse war voll. Okay, dann haben wir noch immer Käse liegen. Ist egal, das ist nicht schlimm. Wasser. Und immer noch nicht leer, okay. So. Jetzt, ja, warte mal. Theoretisch können wir den Laden öffnen. Wir haben sehr wenig Mehl. Aber preistechnisch wird schwierig, ne? Warte mal, wir haben sehr wenig Nudeln. Davon würde ich nochmal kaufen. Zwei und einmal Basmati. Und der Rest ist okay. Milch haben wir. Vielleicht noch einmal Salz. Und
davon einmal. Einmal Öl und noch einmal Öl und zweimal davon und zweimal davon. Mal gucken, ob wir preislich hinkommen. Ich glaube, das wird zu teuer, oder? Nö, geht. So. Das müssen wir noch schon einsortieren und dann haben wir hier, aber warte mal, sind wir hier richtig? Ja. Der Reis gehört eigentlich zu den Nudeln, aber Nudeln sind ja da. Haha. Mit der Laden größer wird es auch besser. Wir können alles nochmal tausendmal umsortieren, das ist ja nicht so schlimm. Aber erstmal hätte ich hier gerne einen schönen Grund drin. So. Und die Preisschilder. So, wenn wir das hier einschmuddeln, dann passt das. Die werden nämlich automatisch angepasst zu den Produkten, die dann im Regal stehen. Öl. So. Okay. Genau. Tak, 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 tak. Sehr schön. Jetzt haben wir hier Mehl. Und Nudeln, die gehen hier hin. So, damit wäre die Regalreihe auch komplett voll. Ich habe dir das wahllos an den Mann geworfen. Wie gesagt, dass ich die Preisschilder da überall hin anpassen. Macht sich mit einem Einscannen nachher besser. Nicht, dass wir aus Versehen falsche Produkte scannen und kaufen. Ist mir auch alles schon passiert. Gerade nach Umräumen ist das immer ein bisschen schwierig. So. Okay, dann haben wir noch den. Einmal Salz, bitte. Oh Gott, jetzt muss ich mich selber erstmal zurechtfinden hier in der Hütte. So. Damit sollten wir eigentlich bereit sein, um den Laden zu öffnen. Eine leichte Umstrukturierung hat stattgefunden, Freunde. Bin ja mal gespannt, wie die Sache sich entwickelt. Denn werden wir beim nächsten Mal sehen, ob der Laden läuft. Neue Produkte könnten wir holen. Wir haben ja hier noch Platz, um uns zu erweitern. Na, das ist ja machbar. Wir können auch hier die Regalreihe nochmal eben weiter rausholen. Jetzt können wir nämlich doppelreihig durchbauen. Wenn wir uns erweitern, können wir hier wieder neue Regale hinstellen und so. Es geht voran. Wir haben so gut wie gar keine Kohle mehr. Ich würde vielleicht noch mal, dann, warte mal, vielleicht ja dann doch, dann, dass wir hier richtig bankrott gehen. Zwei Lampen, das machen wir noch. So ein bisschen Beleuchtung in der Hütte. Kann ja nicht schaden. Da, 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 da. So. Und oh. So, dann haben wir ein bisschen Licht im Dunkeln. Ist okay, oder? Ich denke schon. Gut, Freunde, das war's für heute. Ja, beim nächsten Mal machen wir die Hütte auf und dann schauen wir mal, wie sich die Sache hier entwickelt. Ich freue mich, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht keinen Quatsch und rein hauen.